Nee, das geht nicht. Moment, ich muss mal eben gucken. Geht, die Aufnahme funktioniert, glaube ich, jetzt schon wieder irgendwie nicht. Meine Aufnahme funktioniert auch gerade nicht. Ach da, ja, gut. Jetzt müsste die gleich funktionieren. Ich Ich habe glaube, meine falsch läuft gedrückt. auch. Ja, läuft auch. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschelte. Wir spielen 7 Days to Die. Das Spiel heißt Siebschaft. Da ist Tico, mein Sohn. Tico. Ja, Tico. Wie auch immer. Und die ist gebrochen, muss repariert werden, meine Beile. Beim letzten Mal habe ich aufgehört oder haben wir aufgehört, weil ich das nicht eingesehen habe zu überleben oben. Ich bin immer wieder rausgerannt und habe mich töten lassen. Ich wollte Moment, unbedingt Hunde töten. wie steht's denn? Ich guck mal eben nach, ja? Ach. 5 tote Zwergenschilder liegen hier schon und 12 tote Tickos. Gut. Ich Wird hole das noch ein hier ein bisschen Luft. Wettrennen? Nee, wird kein Wettrennen. Ist noch lange nicht entschieden. Ich kann das auch. Ich habe mich in meinem Spiel heute zweimal von Hunden erwischen lassen. Ja, da war ich besser. Ich habe schon vorher geprahlt. Was bin ich froh, dass ich nicht gestorben bin. Und dann bin ich raus Wasser holen gegangen. Und dann war wieder vorbei. Ja, kann man ja nichts machen. Wofür bauen wir jetzt ab? Weiß das noch Für einer? draußen, ja, weiß ich noch. Draußen oben haben wir die Frames gemacht. Wir wollten eine Art Ach Swimmingpool ja. machen. Drei hoch schräg, dass sie zwar reinlaufen können, aber nicht rauslaufen können. Das wollen wir vor der Spikes machen. Ja. Und dementsprechend wollten wir unseren Bunker dann schützen. Den Ausgang wollten wir hier, wo wir gerade abbauen, Ja, dann ziemlich irgendwo. weit nach hinten setzen und da waren wir stehen geblieben. Ja, gut. Ich halte das für intelligenter, wenn wir hier mit dem weiteren Richtung. Achso, wir brauchen ja das Eisen, ne? Mit dem weiteren Ausbauen auf eine Auger warten. Ja, es Aber geht im wir. Moment nur ums Eisen. Ja, gut. Wir können ja auch gerne auf die Auge warten, ist ja kein Problem. Weil Lust mit Abbauen kann ich ja nicht. Aber es sind ja nur noch 1 Stunde, 12 Minuten. Dann ist sowieso 4 Uhr und dann hole ich meinen Rucksack mittlerweile wieder und dann können wir weiter. Kann sein, dass ich auch noch irgendwo. Bei mir wird auch einer angezeigt. Kann sein, dass ich auch noch irgendwo einen liegen habe. Ich werde im Übrigen diese Videos von Zwergenschild und mir auf dem Kanal www.tickgo.de.tl online stellen. Dort habt ihr dann eine Übersicht des Zusammenspiels. Ob ich die weiteren Videos vom Zwergenschild dort reinsetze, weiß ich nicht, ob ich mir die Arbeit mache, weil das sind ja schon Tausende. Ja, das weiß ich auch nicht. Würde ich auch nie machen. Also auf jeden Fall, die wir zusammenspielen, kommen rein aus deiner Sicht und meiner Sicht. Ich werde die auch versuchen nebeneinander zu machen, damit man einen direkten Vergleich hat, wer wo gerade rumläuft. So. Da bin ich mal gespannt, wie das hier gehen soll. Habe ich doch schon aufgemacht. Ach so. Wie bist du an meine Videos gekommen? Oder hast du Ich noch keine? gehe auf deinen YouTube-Kanal, gehe auf Ja. Teilen, da steht dann ein Link zum Einbetten, nennt sich das. Ach Ich so. klicke auf Einbetten, nehme mir diesen großen blauen Link, also mach den blau, nehme mir den komplett raus. Gehe zu meiner Webseite, mach die HTML-Sprache auf, klicke runter, wo ich das hinhaben möchte, suche das raus und schreibe das da einfach, muss ich nur noch reinkopieren. Und dann muss ich gucken, dass das richtig reinsitzt. Ich habe mir jetzt so einen Baukasten-Webseite gemacht. Ja, das habe ich ja schon gesehen da irgendwo. Sieht aber auch relativ gut aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute eine vom web.de gesehen und die bin ich um einiges mehr begeistert von. Aber die kostet dann auch wiederum Geld. Ja, weil sonst ist es manchmal echt schlecht. Mach Werbung, ja? Ja, mach mal. Ich meine, hast du ja schon über 60 Abonnenten. Ja, aber die sind ja schon alle noch ein bisschen älter, ne? Jetzt nicht wegen den Let's Plays, aber sind noch von Ja, vor. hast du auf jeden Fall. Ja. Haben wir heute drüber diskutiert. Ich weiß. Weißt du, es kommt gar nicht darauf an, wie viele Abonnenten du hast, sondern wie viele Klicks du pro Tag generierst. Also wie gesagt, mein Video hat heute 23 Klicks gemacht. Leck mich einer am Arsch. Pfui, da bist du gut. Nee, hatte nichts mit gut zu tun. Ich denke mal, die mehr als die Hälfte war ich selber. Ach so.
Ja, das ist ja vorbei, wenn du da irgendwie monetisieren willst. Ach so, habe ich doch schon monetisiert, dann müsste das jetzt schon vorbei sein. Ja, Ich müsste doch. du gehst ja auch irgendwie in Vertrag ein, dass du selber bei dir nicht klickst oder so, ne? Ja, die meinen mit übertrieben, aber wenn du deine Seite einstellen musst, musst du ja zwangsläufig da drauf. Die reden davon, wenn du jetzt zum Beispiel 500.000 oder 600.000 Klicks selber machst, dass es in betrugsmäßigen Zwecke reinfällt. Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie ich 500 oder 600.000 Klicks herstellen könnte. Das ist ganz einfach. Du guckst nach einem Programm, was immer wieder die gleiche Funktion erfüllt, schreibst dir das fertig oder lädst dir das runter, füllst das aus und dann öffnet der immer wieder den Internet Explorer, wird YouTube reingegeben und dann wird dein einmal angesprochen, also angemacht. Und dieses Programm stellst du auf Schleife. So gesehen Ja. könntest du dann alle 10 Sekunden neuen Klick machen. Ja, gut. Naja. Ich meine, erwischen lassen würde ich mich dabei nicht. Also, ich denke mal, dass sie dich anzeigen könnten wegen Betrug. Werden sie zwar nicht machen, aber könnten sie wahrscheinlich. Ja, ist klar. Ja. Ja, wir machen ja auch Werbung mit dem Links. Ich sage ja auch nichts Verbotenes, oder? Nö. Ich antworte ja nur auf die Antwort. Da musst du dir das ganze Gespräch an, mein Schatz. So. Ich sag dir, das ist ja nicht so persönlich gewesen, ne? Aber das kam auch ein wenig überraschend wieder. Was denn? Mit ihren Plänen. Ach so, ja, dann hat er eh nichts zu suchen. Ja, ist klar, aber ja, ist egal. So. Jetzt nehme ich meine 85er Schaufel raus. Ich habe noch eine 18er Pickaxe. Ich gebe hier alles. Ich klopfe hier alles weg. Ja, 800 Eisen habe ich schon wieder. So. Weißt du, was das Gute bei YouTube ist? Das Was machst du denn? wirklich nur aus Hobby. Du kannst damit kein Geld verdienen. Ich meine, Wollte ich ja auch ach nicht. so, ja. Das ist alles schon längst irgendwo abgegriffen. Ja, Wenn du natürlich. hier, du musst verdammt gute Videos machen oder sehr lustig sein. Ich bin ja so unheimlich lustig, weißt du? Wenn du Ja, da darum geht irgendwelche es mir auch gar Zuschauer nicht. dabei kriegen willst. Aber jetzt zum Beispiel Imperion ist ja auch ein geschütztes Spiel, genauso wie Seven Days to Die. Du brauchst ja eigentlich die Genehmigung von denen und die holt sich YouTube da rein. Und Imperium ist zum Beispiel, die Hersteller davon möchten Werbung da drin haben und die finanzieren sich durch sowas, auch durch uns, durch die Let's Plays, die Alphas, Ja. die die machen. Also die Hälfte der Werbung, die da drin ist, drei Stück habe ich drin und eine ist von denen reingesetzt worden. Oder zwei sogar. Das ist ja. Habe ich mir nicht gut, ich mir nicht gut drüber schlau gemacht. Weil ich habe mich jetzt echt gedacht, ich müsste, also Imperium hatte ich ja selber angeschrieben, die Entwickler. Habe gefragt, ob ich überhaupt das aufnehmen kann und so weiter, ohne dass ich dann einen dran kriege. Die haben es noch nicht mal für nötig gehalten, mir so richtig zu antworten. Ja, ist aber auch erst letzte Woche gewesen, als ich da hingeschrieben habe, ne? Das wurde dazu gesagt, ja. Und YouTube selber holt sich diese auch, weil die kennen das Spiel schon. Und auch die Entwickler, die haben schon eine Lizenz rausgegeben, dass man das machen darf. Ja, gut. Aber die behalten sich vor, Werbung reinzusetzen. Ja, das sollen sie ruhig machen. Ja, habe ich ja auch nichts gegen. Solange das nicht so schlimm ist wie bei ProSieben. Juhu, 4 Uhr, Feierabend. Ja gut, ich mache noch den einen hier weg, ganz griffig. Also ich habe, um ehrlich zu sein, sofort als 4 Uhr, jetzt 4:04 Uhr, ich habe die Sachen aus der Hand gelegt und habe mich umgedreht und war weg. Wie man auch in meinem Video sieht.
Mein Gott. Also ich habe schon vier Rucksäcke. Alles deine? Ja, du gehst ja nicht raus und lässt dich töten. Aber das meinte ich letztes Mal mit, das hat keinen Sinn mehr. Ich wäre jetzt noch fünf oder sechs Mal gestorben, weil ich immer wieder rausgegangen wäre. Es hatte mir einfach keinen. Ich hatte keine Lust mehr. So, scrappen. Da ist er. Ich suchte gerade die ganze Zeit meinen Bogen. Meiner lag oben in der Tasche. So. Moment. Weißt du rein zufällig, ob die Zombies früher oder später dir Sachen wegnehmen können? Wie wegnehmen? Ja, sagen wir mal, hier läuft ein Zombie lang. Du stirbst und die Ja. räumen dann deinen Rucksack leer. Also das ist nicht geplant. Die haben gesagt, Rucksäcke und so ein Scheiß werden in Ruhe gelassen. Gut. Ja, das freut mich. Erstmal gucken, was unsere Pflanzung macht. Ja, das dauert wohl ein bisschen. Kannst ja die Set-Time umstellen. Was denn jetzt? Ich Mauer muss hier sie gleich rechts? lang bauen. Ach so. Boah, das dauert aber lange, bis die umgewandelt sind, Alter. Ich gehe noch mal in den Was Keller, denn? ich fütter noch mal ein bisschen die Schmelze. 15 Minuten circa. Also so lang ist das nun auch wieder nicht. Ja. So. Ich kann ja das tun, was ich noch tun wollte für die Spine später. Ich hole jetzt schon mal Holz. Weil die 5000 werden nicht reichen. Ich glaube, bei 1000 kriegt man circa 50 Spikes. Hier ist nicht, die sind nicht mal extra. Wie gut war denn jetzt die Axt? Wie gut war denn jetzt die Axt? Die Axt wird jetzt gar nicht repariert, weil ich ja noch 15 Minuten andere Sachen davor. Mist. Kenne ich. Das ist geil, ne? Ja, ich freue mich auch schon. Wäre schon 10-mal fertig gewesen, wenn ich nicht so oft gestorben wäre und ich meine Sachen überall verteilt hätte. Aber ich habe schließlich noch Fäuste, ne? Man schlägt sich so durch. Ja, einen ganzen Baum durch. Nein, ich habe eine Steinaxt genommen. Aber auch die wird nicht 15 Minuten. Dann ist schon wieder Kacke. Was soll ich denn jetzt kurz machen? Jagen In der Stadt gehen? plündern. Ich gehe dann lieber jagen. Na gut. Kannst du ja sowieso besser als ich. Will ich nicht bezweifeln. Obwohl ich gesehen habe, dass du auch in dem Video einen Hirsch erlegt hast. Oder versucht hast. Ich habe es nicht genau gesehen. Ey, hör mal, die waren doch alle auf Privat. Wie kannst du die schon gucken? Nee, nicht die, ein älteres. Ach so. Ja. Deine privaten Videos habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mich doch schon gestern bei dir beschwert. Heute Dass Nacht um 12 oder halb 1, ich dass du die die. privat habe. Ja, Soll ich die natürlich. jetzt alle offenlegen oder? Ach, du meinst, du möchtest erst hier weiter spielen, bevor du die offenlegst? Ja, eigentlich schon. Ja, dann lass uns noch weiter spielen, auf der Konto. Und wie lange möchtest du das machen? Da weiß ich nicht. Also jetzt, wenn ich die jeden Tag offen habe, dann haben wir für 10 Tage Ruhe. Ne? Können wir so irgendwie mal irgendwo überlegen. Ja, dann warte lieber noch. Es gibt immer Zeiten, wo Ja, ich eben. abends keine Zeit habe. Dann lass uns erstmal noch ein bisschen sammeln. Und außerdem muss ich mit dem Sprechen ja auch noch sicherer werden. So viele Videos habe ich ja noch nicht gemacht. Nicht vergessen, dass ich ja auch die aufgenommen habe, wo du noch gar nicht aufgenommen hast, ne? Ja, da können wir noch als Highlight dann oben drauf setzen, ne? Wird sowieso komplizierter mit den Zeiten, weil ich habe ja ganz andere Zeiten. Ich schneide mir die ja noch zurecht und. So. Aber wenn man eine Playlist hat, ja, was heißt,
Synchron sollte man sich die sowieso nicht angucken. Obwohl ich es machen würde. Ja. Weil eigentlich finde ich das mal ganz interessant, aus mehreren Sichten das gleiche Spiel zu sehen. Am besten wäre natürlich, wenn man jetzt noch drei oder vier andere hätte, die noch mitspielen würden. Und dann aus deren Sicht auch noch. Ja, kann man ja irgendwann mal anpeilen. Weißt du, ich habe davon keine Ahnung. Du machst halt bestimmt. Jetzt weg? Natürlich bin ich nicht weg. Ja, Ich bin gut. immer da. Aber ja, ist gut. Denn gestern hat die zu leise gekriegt. Weiß gar nicht, was du meinst. Ja, egal. Ich habe Mikrofon ausgemacht. Das kann ich ganz einfach. Ich mach so, ne? Guck. Ja, So, ja. jetzt hast du. Ja, jetzt bin ich ein bisschen wieder weg. Gut. Da ist ein Hirsch. Da ist auch so ein schöner Zombie. Ach, Zombie ignorieren. Und Hirsch mitnehmen. Ich mach mal die Tanke leer. Mach das mal. Daneben geschossen. So ein Mist. Jetzt müsste ich getroffen haben. Ja, super. Er ist umgefallen. Ich habe einen fiesen Hirsch erledigt. Das ist gut, bestimmt. Und ich habe mein Messer vergessen. Du kannst auch das Beil nehmen. Habe ich schon. Ja, aber da kriege ich ja nicht so viel raus oder so Doch, da bist Schönes. du so viel raus. Ich nehme an, dass es später mit dem Katana noch mehr, was ist das, ein Schlachtermesser oder ein Katana oder was? Dass du damit dann noch mehr rauskriegst. Meine Güte, ich habe schon wieder Zielwasser getrunken. Na, endlich. Der braucht immer noch 1000 Jahre, ey. Ja, ist egal. So, ich habe zwei Zombies getötet. Ah. Aber sie mich auch fast. Ich habe noch 15 Punkte. Schön. Das soll's nichts, ne? Ja. Muss man da immer ganz klipp und klar sagen. So. Ich habe Knochen gekriegt, Gott sei Dank. Mit den Knochen mache ich dann natürlich Messer. Und in 15 Minuten ist auch das Messer fertig. Ich kenne das, Meine Güte. ich kenne das. Bei mir ist das Schon jetzt wieder auch nicht. nie anders. Ja, ist ja nicht tragisch, ne? Kommt ja vor. Dann schauen wir mal weiter. Ich sehe jetzt im Moment kein Wildgut mehr. Aber doch, ich sehe wieder was.
Und super. Bleib mal stehen. Gutes Hirschchen. So, 1 Minute 44 noch. Ich auch, gut. Ja, also ich bin gespannt, wie das hier in dem Spiel weitergeht. Du auch? Ich denke, es geht einfach noch besser. Boah, schauen wir mal. Also. Ist immer nur schwierig, weil du dich da immer nur an irgendwas gewöhnen musst. Wie meinst du das mit gewöhnen? Ja, die erste Zeit war ja schwer hier mit dem Ofen und alles. Ach, du meinst, die erste Zeit war interessant. Ja. Ja, kann man ja nichts machen. Obwohl der Ofen sich ja schon fast von alleine erklärt, ne? Glaub mal, ich habe meine Schwierigkeiten gehabt. Habe ich auch gehabt. Und zwar fragen in der Sonnenschein. Aber irgendwie haben wir es ja geschafft. So, wenn du noch ein bisschen Skripteigen brauchst, ich bring dir was vorbei, ne? Ja, dann komm mal zu mir und bring mir das mal vorbei. Bring ich, mach ich, komm ich. Ist ja kein Ding. Ich warte am Arsch der Welt. Ich bin weit hinter der Stadt. Moment, ich renne jetzt zum Bunker, ne? Ach so, du hast gerade gesagt, du bringst mir das vorbei. Du bist ja gar nicht auf meiner Karte. Moment. Ne, doch, hier so, so. Show, so. Also ich bin im weit, weit entfernten Da Tal. hinten, ja, ich sehe. Ne, aber da renne ich jetzt nicht hin. Wollen wir auch gleich, entferne mich auch immer weiter. Bin ja auf der Jagd. Ich habe mehrere Höhlen wiedergefunden. Schön. Vor allen Dingen Tiefe. Und ich lerne auch nicht. Ich stehe schon wieder ganz am Rand. Und hier direkt daneben ist eine Hütte und auch irgendwo sind Zombies, ich höre sie zumindest. So. Ich habe gerade den Zombie den Kopf weggeschossen mit einem Schuss. Gut, ne? Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Ich werde jetzt direkt nebenan das Holz kaputt machen. Die Eisendinger sind ja natürlich nicht gut. Was machst du jetzt? Ich mache gerade meinen Rucksack leer. Denke mal, dass es nicht mehr lange dauert, dann komme ich auch wieder zurück. Ich bin mich Die haben jetzt mich auch voll. veralbert hier. Wer hat dich veralbert? Die Funtims, die haben mir, ich weiß nicht, wie viel Skrip-Iron weggenommen. Ich sehe das jetzt auch nicht mehr. Und auch meine ganzen Aufträge nicht. Ja, das ist mir diese Tage mit deinen Steinen passiert, die du mir gegeben hast. Scheibenkleister. Finde ich total uncool. Ja, was du sagst. Also ich bin wieder auf dem Heimweg. Aber auch nur weil ich voll bin und meine Frames langsam gebaut sind. Aber dass ich so weit gelaufen bin, ist mir gar nicht so aufgefallen.
Um 10 und um 16 Uhr, sagtest du, ne? Ja. Gut. Ist aber das Wetter haben sie jetzt wieder gut gemacht, finde ich. Ja, heute ist schön. Yeah. Also ich habe dir erzählt, dass ich mal überwiegend mehrere Tage hintereinander nur schlechtes Wetter hatte, also wirklich nur schlechtes Ja, Wetter. ja. Und ich meine nicht Spieltage, ich meine Tage im echten Leben. So, und das hatte mich dann doch schon ein bisschen angekotzt, ne? Naja, das hast du mir erzählt. Ich glaube, da Ich haben sie auch wieder Verbesserungen dran gemacht oder so. Also da war nur schlechtes Wetter zu Hause, als ob da nur. Ich hätte keinen Bock mehr dazu. Du hast ja auch nichts gesehen. Also jetzt nur noch holen, was ich selber nicht mehr herstellen kann. Genau. So weit bin ich jetzt. Ja, fast. Wieso stehe, treffe ich den Hirsch nicht? Bin ich besoffen? Das habe ich jetzt aber partout nicht verstanden. Lampen sind hier drin, das ist schön. Dann kann ich die auch sofort mitnehmen. Wo bist du gerade drin? In der Stadt? Ja, Du irgendwo hast ja auch wirklich überall. nichts Besseres zu tun, als in der Stadt rumzugammeln, ne? Ja, sicher. Ich habe gestern versucht, einen Hirsch zu finden. Ich habe jetzt schon wieder drei oder so gefunden. Und den letzten habe ich jetzt hier vor der Stadt gefunden. Aber du hast schon veröffentlicht, einige, ne? Nein, von 7 Days habe ich noch gar keinen veröffentlicht. Ach so. Also wenn du anfängst, kann ich ja auch machen. Ja, Imperium hatte ich jetzt veröffentlicht. Schön. So eine Art Anfänger-Guide. Ach ja, da warst du zu leise, stimmt. Nee, leise war ich nicht. Ich muss nur besser zuhören. Ja, genau, so, so und so sage ich das auch immer. Ja. Also nee, jetzt Spaß beiseite. Die erste Minute war sehr, sehr leise, weil das Spiel sehr laut war beim Starten. Der Anfangs, da hört man mich so gut wie gar nicht. Und ansonsten geht es eigentlich. Es Jeder sei denn, fängt ich bin an. gerade am Schießen. Jeder fängt an, also jetzt ganz bestimmt. Ich habe minutenlang zwischendurch bei meinen ersten Folgen gar nichts mehr gesagt. Habe ich auch bei der ersten gar nichts mehr gesagt, irgendwann mal. Aber auch nur, weil ich mich so stark konzentrieren musste. Was heißt stark konzentrieren musste? Ich habe die Aufnahme einfach vergessen. Ja, ist mir auch schon passiert. Weil ich bin es eigentlich nicht gewohnt, selbst Gespräche zu führen. So. Also manchmal frage ich mich echt, ob die nur ganz sauber ticken, ne? Ja. Ich habe hier gerade was. Ah, schon wieder ärgerlich, jetzt sehe ich dir sofort. Ich habe gerade einen Auftrag abgebrochen und der schmeißt hier die ganzen Sachen einfach so rum. Ich habe jetzt hier alles verteilt liegen. Boah, ist halt Kacke. Aber wirklich überall um mich herum. Sie liegen jetzt über 500 Irons-Dinger hier. Scrap Iron. Habe ich ja noch nie gehabt. Und in was für eine Entfernung? Wenn du am Abbauen bist, ne? Dann und du bist voll, dann macht er auch alles, taut er so daneben, ey.
Ist doch uncool. Ich schmeiß die Eier jetzt weg, fertig aus. Die ich auch wieder eingesammelt habe. Was ist denn das für? Ach, ich rede den ja auf. So, habe ich doch nicht eingesammelt. Ich habe über 500. Ey, in was für eine Entfernung? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich finde Städteplündern manchmal richtig geil. Und am geilsten finde ich, dass hier nichts los ist, dass hier kein Zombie rumrennt. Och, das finde ich eigentlich eher schade. Ich hätte gerne mal so kleine Scharmützel zwischendurch. Ja gut, aber nicht immer so einzeln. So, wenn du irgendwo schwer am Arbeiten bist, dann haut er dich weg oder so. Ja, wir sind schon das ja immer. Schön auch wieder die richtigen Lichter. Was für Lichter? Was? Was kann man nicht abbauen? Doch. Aber ich bin jetzt wieder in der Hütte mit was. So. So. Der erste Ring ist fertig. Der Herr der Ringe. Ja, naja, auch noch niemals fertig, weil du musst ja im Prinzip auch noch die verkleiden, ne? Ich habe mir jetzt mein Let's Play von der Herr der Ringe angeguckt, ne? Der kleine Hobbit. Ja. Das ist schon ganz geil gemacht, doch. Was mit den Rätseln? Ja, so viele Rätsel sind da hinterher. Ja, ich bin da nicht richtig hintergestiegen, was da eigentlich läuft, ne? Aber so viele Rätsel waren hinterher gar nicht mehr, meine ich. Da war auch viel mit Schlachten und Trolle und hast du nicht gesehen, also war alles schön gemacht. Verstehe nur noch nicht, warum man da alles kaputt machen muss. Weil das Lego ist, man kann es ja auch wieder zusammenbauen, ne? Und weil das ein Kinderspiel ist, im Kinderspiel musst du immer alles kaputt machen. Ja. Was sage ich gerade, der hier Zäune kaputt haut? Wo sind die denn? Wen suchst du denn? Nee, ich habe gar keine. Das ist alles Eisen hier, was ich abbaue. Scheiße. Wir brauchen immer Eisen. Ja, aber ich hätte lieber Brass gehabt. Ist echt kacke gelaufen, ne? Ja. Würde ich auch mal sagen. Ja, ich mache jetzt meinen Rucksack leer. Sollte nicht immer nur Sachen weg, wieso kann ich nicht mal laufen? Doch, jetzt geht's wieder. Ach, ich habe meinen letzten Rucksack gefunden. Er ist auf dem Dach. Also wird bestimmt meiner sein. Ich weiß, wer als letztes die Hütte hier verlassen hat. Ah ja. Du. Du hast die Tür auch nicht hinter dir zugemacht. Jetzt muss man nicht so pingelig werden, ja? Ich hab dir gesagt, ich mach die Tür nicht mehr zu. Ich mache einen auf Zwergenschild. So. Was denn? Ja, ich habe geguckt, ob ich Platz habe. Und hast du Platz? Ich gehe noch mal im Shumway rein. Vielleicht ist da wieder was nachgespannt oder so. Oder ich hatte die Toiletten nicht gelootet. Ich weiß es nicht. Die Toiletten nicht gelootet. Du willst die Kacke da rausholen oder wie? Ja, da sind auch manchmal Knarren drin.
Also seitdem ich gesehen habe, was in den Toiletten alles rumschwimmt, gehe ich gar nicht mehr auf die Toilettennähe. Nee, hier ist nichts mehr. Na, schade. Werte die aber nur einmal auf, ne? Ja. Ich habe jetzt keinen Bock auf öfters. Wen wertest du nur einmal auf? Die Scrap-Eisen. Ich hatte welche neben den Ofen gelegt, ne? Dankeschön, dann werde ich mir die gleich rausholen. Ich mache jetzt auch erstmal nur die vordere Reihe fertig. Um zu gucken, wie das dann aussieht. Naja, gut. Wie viele waren denn welche? Wie viele waren das ungefähr? Was? Scrap Iron. 297 oder sowas in der Richtung. Oh, geht ja sogar noch, ne? Ja, aber ich hätte eigentlich noch viel mehr haben müssen. Ich habe zweimal 500 und einmal fast 500 gescrapt. Ich verstehe auch nicht, was Test das soll. Reichen nicht zwei hoch? Nee, reichen nicht. Okay. Dann treten die auf eine Leiche und dann sind sie drin, weißt Ja, die sollen ja rein, die sollen nur nicht raus. Nee, und auf der dritten machen wir, irgendwas machen wir auf der dritten. Ja, Iron Bars, so war das. So, bei zwei können Sie dich noch an die Füße patschen. Und mit der dritten, mit Iron Bars, ach nee, du wolltest ja da Dings draufsetzen, ne? Ich wollte, dass sie da reinlaufen Ich guck mir und gleich nicht mal. mehr rauskommen. Ich guck mir Deswegen habe ich gleich mir, mal. ich habe mir das nicht schon gedacht. Dass ich halt wieder keine Ahnung habe von dem, was du Ja, planst. Ja, das ist das ja habe ich nicht mir schon. weiter. Das ist ja nicht weiter schwierig hier rauszufinden. So, ich werde die mir nicht dann gleich. Ich mache jetzt eine Seite mache ich fertig. Und dann wirst du ja sehen. Ist ja schön, dass hier alles eben ist. Das sieht doch schon mal gut aus. Wird aber ein wenig teuer, ne? Ist klar. Das wird doch nicht teuer. Ich Wollen plane wir nie jetzt? Sachen, die teuer sind. Oder? Nein, 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 nein. Also ich glaube, ich habe für meinen unterirdischen Bunker da, ne, bestimmt 50.000 Steine verbraucht. Und das ist nur eine freundliche Schätzung. Ja, ist ja nicht schlecht. Nein, das wird nicht nur teuer, das wird schweineteuer. Aber es müsste überschaubar sein.
So, du meinst, wir brauchen noch mehr Eisen, ne? Mehr? Viel mehr. Dann ist das bestimmt eine gute Idee, wenn ich jetzt nochmal irgendwo was gucken gehe. Ich habe da irgendwo eine Kiste gehabt, da hinten, wo wir jetzt zuerst gewohnt haben, ne? Ja. Ja, und da gehe ich nochmal hin. Ich muss mal gucken, wo ist denn die Scheißkiste? Ich weiß, wo das Haus ist. Ja, ich auch. Ansonsten hätte ich jetzt die Codes gegeben, Koordinaten. Was ist denn da für ein Rucksack bei mir offen? Ach, da oben ist noch so ein Bäume. Was für ein Eumel? Ein Rucksack. Ich brauche keinen Rucksack. Da kommst du auch ohne irgendwas zu machen nicht drauf. Wo, hier? Auf das Dach, ja. Auf das Dach hier oben? Ja. So, nö, kommst du nicht. Deswegen habe ich den Rucksack noch liegen lassen. So. Ja, aber ich habe ihn jetzt leer gemacht. Wie bist du dran gekommen? Gelaufen, oder? Ich habe ihn nur richtig hingestellt. Jetzt ist auf jeden Fall der Rucksack weg. Das ist schon mal gut. Die Idee ist nicht schlecht von uns. Ja, das wird sich zeigen, Schatz. Okay, dann nochmal. Die Idee ist nicht schlecht von uns. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir überhaupt keine Schwierigkeiten mit den Zombies haben, dank deiner hervorragenden Idee. Und ich bin auch sicher, dass ich irgendwann dahinter steige, was du jetzt genau machst. Ja. Spätestens, wenn es fertig ist. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, im Übrigen wird der Eingang auch zugemacht. In der Mitte kommt noch ein Turm hin, damit wir von da aus auch runterschießen können. Ne? Ist mir gerade so, das Haus wird weggerissen. Ja, das habe ich mir gedacht. Also in der Mitte ein Turm hin, der auch einen direkten Einstieg zum Bunker ist. Das kannst du getrost ganz liebevoll Stück für Stück abbauen. Wenn er zusammenbrechen lässt, hast du diese Holzruinen da irgendwo. Ich weiß, diese Holzruinen sind aber schneller abgebaut als die normalen. Aber trotzdem mache ich das nicht bei den Holzruinen. Ich bin schon so oft durch so welchen blöden Wassertürmen gestorben, nur weil ich da jedes Mal dran vorbeigelaufen bin und mit der Axt einmal zugeschlagen habe. Und irgendwann mal brechen die Dinger auch zusammen. Das ist ein Spitzenhobby. Ich fand die Idee gut. Von dem Wasserturm, den ich gebaut habe, habe ich dir erzählt? Nee. Meine Güte, ist auch besser, wenn ich es lasse. Okay, ich erzähle es dir trotzdem, wenn du schon so bittelst. Ich habe einen Wasserturm gebaut. Und der hat und hat nicht gehalten. Ach du Schande. Der ist immer und immer, aber ich habe auch nicht aufgegeben, ne? Ende des Liedes war, dass ich einen Wasserturm endlich geschafft habe zu bauen, der total kacke aussah. Naja. So. Du bist am Eisenhuhn? Ja. Cool. Also ich bin auf dem Weg. Cool. So.
sehe die ganze Zeit im Spiel Blitze. Geil. Was hast du geraucht? Gar nichts. Ich muss gleich mal im Video gucken, ob das auch zu sehen ist. Ja, ich sag mal ganz kurz, ich mache eine Aufnahmepause. Für kleine Jungs gehen und alles. Ich sag mal ciao, ciao und bye, bye.